würde sagen, das Thema Resilienz bedeutet, wie widerstandsfähig, wie robust, wie anpassungsfähig sind Prozesse, sind Prozessketten, sind vor allem auch Supply Chains. Und dieses Thema ist nicht unbedingt neu. Klar, in den letzten Jahren ist es prominenter geworden, wenn man an die Covid-19-Pandemie beispielsweise denkt. Aber das Thema Resilienzmanagement, Risikomanagement ist ein Thema, mit dem sich schon Unternehmen seit vielen, vielen Jahren auseinandersetzen und bedeutet eben, wie gesagt, wie kann man mit externen Störungen umgehen, wie anpassbar sind Prozesse, sind Prozessketten. Grundlage, würde ich sagen, ist ja das Thema externe oder sind das Thema externe Störungen. Das bedeutet, wenn sich Kundennachfragen spontan beispielsweise ändern, aufgrund der Covid-19-Pandemie, wir kennen es, aufgrund, wenn zum Beispiel im Suezkanal mein Schiff wieder querparkt, sind aber auch auf der Lieferantenseite wegbrechende Lieferantenketten oder wegbrechende Lieferanten. Und das sind diese externen Störungen. Und die Unternehmen können eben schauen und müssen eben schauen, wie können sie mit diesen externen Störungen umgehen, wie können sie flexibel arbeiten, anpassbar arbeiten. Und da ist die additive Fertigung eigentlich eines der Key-Treiber, eines könnte und kann eines der Schlüssel sein, weil ich die additive Fertigung sehr digital einsetzen kann. Wir arbeiten auf digitalen Daten, wir dokumentieren digital, wir haben teilweise eine digitale Nachbearbeitung auf Basis der digitalen Daten und können somit relativ rasch und relativ gut, flexibel und anpassbar mit solchen externen Störungen umgehen. Das Thema ist und das Wichtige ist, dass man das nicht erst macht, wenn die Störung eintritt, also reaktiv beispielsweise die additive Fertigung auf Basis einer Störung einsetzt, sondern das schon präventiv macht, antizipativ macht, dass man sich schon im nicht gestörten Umfeld sich Gedanken macht, was passiert, wenn eine externe Störung eintritt, mit der ich nicht rechne, also ein unerwartetes Ergebnis und Ereignis, und wie kann ich beispielsweise die additive Fertigung mit ihrer, wie gesagt, digitalen Prozesskette dafür einsetzen, um resilienter zu werden. Das Thema additiv bedeutet ja nicht nur, dass man sich technische Fragestellungen anschaut und Herausforderungen anschaut, sondern auch gezielt interdisziplinär arbeitet. Also auch das Thema der Jurisprudenz beispielsweise mit reinnimmt, das Thema der Wirtschaftsinformatik, das Thema des strategischen Managements, Change Managements. Wie bekomme ich das additive Mindset in die Köpfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Also ist das Thema des interdisziplinären Austausches, des interdisziplinären Arbeiten wichtig. Wie wir beispielsweise an der Universität Bayreuth das machen in unserem Think Tank, in unserem interdisziplinären Think Tank Campus Additive Innovationen. Und darüber hinaus ist es auch wichtig, dass man sich mit anderen, beispielsweise in Bayern, in dem interdisziplinären Format wie die Eindruck hoch 3 vernetzt, austauscht, interaktiv zusammenarbeitet, weil eben additiv kann nur nachhaltig industrialisiert werden, wenn wir auch interdisziplinär an dem Themenkomplex arbeiten.